Elias N97 aka Illigella hat zusammen mit seinem Freund und Fitnesstrainer Ada, der Supplementmarke ESN und dem Fußballnationalspieler Nico Schlotterbeck die Fitness-App Perform All rausgebracht, die direkt auf Platz 1 der App-Charts gestartet ist. Ich zeige dir heute, was die App alles kann, was du alles in der App machen kannst, was dir das bringt, wenn du dir Premium holst und was ich gut an der App finde, aber auch, was mich an der App stört, sodass du danach entscheiden kannst, ob du dir die App zulegen solltest. Ich denke mal, gerade die Leute, die mit Fußball oder mit FIFA viel am Hut haben und eben dann auch auf YouTube und Twitch unterwegs sind, die sollten wissen, wer Elias ist. Für die, die es nicht wissen, Elias ist ein ehemaliger FIFA-E-Sportler, mittlerweile quasi hauptberuflich Streamer, der eben viel mit Fußball am Hut hat. Er chillt gerne mal mit Timo Werner, Kai Havertz, Karim Adeyemi, Nico Schlotterbeck und gründet auch gerne mal nebenbei das ein oder andere Unternehmen. Neben seiner Modemarke Elevate hat er zuletzt noch gemeinsam mit Sydney und Willi die Getränkemarke VitaVate auf den Markt gebracht und jetzt hat er eben vor ein paar Tagen seine Fitness-App gelauncht. Die App, die Perform All heißt, ist sowas wie ein digitaler Coach. Sie gibt einem Fitness- und Ernährungsplan mit an die Hand, der eben auf die eigenen Ziele angepasst ist und hilft einem so dabei, athletisch zu werden und in Topform zu kommen. Zusätzlich gibt es eben auch viele Übungen perfekt zugeschnitten auf Fußballer, die dann auch von dem neuen Nationalspieler Nico Schlotterbeck vorgestellt und vorgeführt werden. Neben Schlotterbeck hat Elias bei der App, wie gesagt, Unterstützung von dem Fitnesscoach Ada bekommen, der eben das ganze Fitnessprogramm und die ganzen Inhalte gestaltet hat. Und die App wird quasi von ESN so ein bisschen unterstützt bzw. gesponsert. Wie gesagt, die App hat es in den ersten Tagen schon auf Platz 1 der Charts, sowohl auf Android als auch auf Apple geschafft. Und ich will heute gucken, ob das nur ist, weil da wirklich Elias als Influencer hintersteht oder ob die App wirklich was kann. An der Stelle Shoutout an meinen Chef, der mir quasi die Idee gebracht hat. Ich muss sagen, ich finde es echt interessant, aber ich habe so nicht unbedingt davon mitbekommen, beziehungsweise vielleicht hätte ich es noch in den nächsten Tagen mitbekommen, aber so bin ich jetzt noch relativ früh dabei. In den kommenden Tagen werde ich aber auch wirklich mal diesen Trainingsplan und auch Rezepte testen und dazu dann nochmal ein einzelnes Video machen, wo ich dann wirklich nach ein paar Wochen, wo ich es wirklich durchgetestet habe und intensiv genutzt habe, nochmal so ein Fazit gebe, was es wirklich auf Langzeit kann. Falls du quasi die Detail-Review dann auch sehen willst, lass dann aber natürlich gerne mal ein Abo da. Ich habe mir tatsächlich direkt die Premium-Version geholt, weil ich eben auch direkt alles testen will, was es in der App gibt. So viel noch vorneweg, die Premium-Version kostet, wenn man sie jetzt im monatlichen Abo holt, 8 € pro Monat. Und wenn man direkt aufs Größte, aufs jährliche Abo geht, sind es dann eben 72 € im Monat. Also muss man dann auch schon sagen, das ist schon relativ kostenintensiv. Also, sie muss schon auch abliefern. So, und ich würde sagen, dann gehen wir direkt mal in die App rein. Hier sieht man direkt mal die Startseite, wo quasi die nächsten Workouts aus dem aktuellen Trainingsplan angezeigt werden. Und wenn man dann hier draufklickt, sieht man auch nochmal die Details zum ganzen Trainingsplan. Auf der Startseite sieht man darunter auch noch, wie viele Kalorien man heute zu sich nehmen sollte und wie sich die auf die Makronährstoffe aufteilen. Ganz unten sieht man dann wirklich auch nochmal die Gerichte, die einem für heute vorgeschlagen werden. Und da kann man dann natürlich auch direkt draufklicken, sieht nochmal die Nährwerte und natürlich das Rezept. Dann geht es direkt in den nächsten Bereich, das ist der Bereich Training, wo man wirklich nochmal unabhängig vom aktuellen Trainingsplan entweder andere Programme aussuchen kann oder wirklich einzelne Workouts machen kann. Hier sieht man zum Beispiel bei den Fußball-Workouts, gibt es direkt mal ein Video mit Elias und Nico Schlotterbeck, wo die das Ganze mal ein wenig vorstellen. Unten im Trainingstab kann man dann auch noch eigene Workouts erstellen und die natürlich auch direkt starten. Und so sieht das dann quasi auch nochmal aus, wenn man quasi in einem Workout ist und gerade dabei ist, das zu tracken und wirklich seine Sätze einzutragen. Wenn man dann durch ist, gibt es auch nochmal eine ganz nette Animation. Dann gehe ich über in den Tab Übungen. Hier sind wirklich alle Übungen aus der App nochmal aufgelistet und in verschiedene Kategorien unterteilt. Hier kann man sich zu jeder Übung nochmal ein kurzes Beispielvideo anschauen und man hat natürlich auch nochmal einen kurzen Beschreibungstext. Aber ich gehe dann auch weiter direkt zum Aktivitäten-Tab. Hier sieht man vor allem eben die letzten Workouts und natürlich dann auch eine kleine Übersicht mit Statistiken zur letzten Woche, zum letzten Monat oder sogar zum ganzen letzten Jahr. Und dann gehen wir zum Ernährungstab über. Hier sind wirklich alle Rezepte aus der App nochmal aufgelistet und eben nach den Mahlzeiten kategorisiert. Und hier kann man natürlich dann auch wieder alle Rezepte einsetzen und sich eben auch nochmal die Nährwerte anzeigen lassen. Dann gibt es auch den Community-Tab, der eigentlich ziemlich interessant ist. Hier kann man sowohl Freunde hinzufügen als auch dann Communities erstellen und sich so eben mit seinen Freunden battlen, wer dann zum Beispiel mehr Sport macht, weil man quasi für jede Aktivität immer so ein bisschen XP bekommt, womit man sich dann eben so ein bisschen vergleichen kann. Und auch noch interessant ist der Blog-Tab. Hier sieht man aktuell zu so ein paar Supplements eine kurze Seite jeweils, wo die eben kurz beschrieben werden, sodass man eben weiß, was wirklich wichtig ist. Und da gibt es auch noch die Profilseite, wo man dann eben so nochmal seine persönlichen Daten anpassen kann. Aber das war es dann auch erstmal aus der App. Also ist eigentlich der normale Verlauf
bei einer Fitness-App, die wirklich so einen Trainingsplan anbietet. Man gibt seine persönlichen Daten an, man gibt sein Ziel an. Es werden nebenbei noch ein paar Aktivitätsdaten zusammengesammelt und dann wird eben der Trainingsplan für einen erstellt. Ich bin nicht so ein Riesenfan von solchen Apps, weil ich einfach ja auch schon ein bisschen in dem Thema drin bin, aber auch einfach für mich selber gerne das Ganze ein bisschen individueller gestalte. Aber gerade wenn man jetzt Anfänger ist, wenn man vielleicht noch nicht so richtig weiß, worauf man bei der Ernährung, aber auch beim Training achten soll, ist so eine App, die einen da komplett durchführt, echt praktisch. Also ich würde jetzt sagen, wir gehen einfach mal so das durch, was ich jetzt wirklich gut finde und danach kommen wir zu dem, was ich dann eher nicht so gut finde, beziehungsweise was noch verbessert werden sollte. Fangen wir mal mit den einzelnen Übungen an. Es gibt schon eine ganz gute Anzahl an Übungen und was ich sagen muss, was ich sehr gut finde, es gibt zu jeder Übung ein eigen aufgenommenes Video, wo man eben die Ausführung der Übung sieht. Gerade das ist natürlich für Anfänger sehr wichtig, auch wenn man sagen muss, dass die jetzt nicht mega in die Tiefe geht, aber es gibt auch immer noch einen beschreibenden Text, wo es dann noch ein bisschen detaillierter ist. Immerhin ist es dabei, es ist nicht super detailliert, aber es ist auf jeden Fall sehr wichtig und ich finde es sehr gut. Außerdem finde ich sehr cool, dass man die Trainingspläne auch relativ frei gestalten kann. Also man kann zum Beispiel sagen, dass man nur Krafttraining machen will. Man kann sagen, dass man zum Beispiel auch Krafttraining und Laufen machen will. Und man kann eben auch bei den einzelnen Trainings auswählen, ob man jetzt im Gym trainiert, ob man zu Hause trainiert und teilweise auch, ob man komplett ohne Gewichte trainiert. Das finde ich sehr cool, dass quasi so viele Möglichkeiten des Trainings auch wirklich abgebildet sind und man sich da auch relativ frei entscheiden kann. Ich finde, gerade das ist oft ein großer Nachteil bei diesen Apps, die einen so einen kompletten Trainingsplan machen, dass man eben da teilweise Übungen hat, die man mit seinem Equipment oder mit dem, wie man es gerne macht, einfach so nicht abbilden kann. Außerdem finde ich den Blog sehr cool. Im Blog sind aktuell gerade so ein paar Tipps zur Ernährung und vor allen Dingen zu den wichtigsten Supplements. Hier gibt es eigentlich zu jedem Punkt immer so eine kleine Erklärung, die, soweit ich das jetzt einschätzen kann, soweit ich mir das durchgelesen habe, auch eigentlich sehr fundiert sind, aber eben auch kompakt, sodass sie für Einsteiger auch gut verständlich sind. Hier sind natürlich die Produkte dann auch immer mit ESN verbunden, was natürlich, ich finde, immer so ein etwas faden Beigeschmack hat, weil man sich immer so ein bisschen fragt, okay, sind die da jetzt drin, weil die wirklich gut sind oder weil die verkauft werden sollen? Aber also auch inhaltlich muss ich sagen, kann ich da schon zustimmen, was da zum Beispiel die 5 besten Supplements sind und so. So cool ich den Blog finde, momentan fehlt es einfach noch an Content. Also es gibt wirklich so die, ich glaube, 5, 6 besten Supplements, die dann einmal zusammengefasst sind und dann alle nochmal einzeln aufgeschlüsselt sind. Aber das war es auch schon an Content. Hier würde ich mir einfach wünschen, dass man noch mehr Content macht, weil der Content, der da ist, der gefällt mir wirklich sehr gut. Und wenn man hier wirklich dann noch in Ernährung reingeht und vielleicht auch in andere Themen wie Regeneration oder so, die eben auch noch wichtig sind, würde ich mich sehr freuen. Und dann wäre das ein sehr cooles Feature. Ich habe ja eben schon kurz darüber geredet, was für Fußballer wirklich sehr cool ist. Und was die App auch so ein bisschen auszeichnet, ist, dass es eben eine ganz eigene Trainingskategorie nur für Fußballer gibt. In der Trainingskategorie ist echt alles darauf ausgerichtet, dass man eben wirklich als Fußballer fit und natürlich agil und sowas wird. Und das gibt es, glaube ich, auch in den wenigsten Apps, die wirklich so ein komplettes Trainingsprogramm geben. Also es gibt natürlich Apps, die nur für Fußball sind, aber für Apps, die eher aus dem Kraftsport kommen, ist das, glaube ich, schon ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal. Und ich meine, besonders cool ist hier natürlich, dass alle Übungen vom Nationalspieler Nico Schlotterbeck vorgeführt und gezeigt werden. Ich habe jetzt persönlich natürlich jetzt schon länger keinen Fußball mehr im Verein gespielt, aber nachdem, wie ich das so beurteilen kann, scheinen die Übungen auch echt brauchbar zu sein. Und ich glaube, Fußballer werden hier auch ihren Spaß mit haben. Eine Sache, die ich auch noch ganz cool finde, ist, dass man sich in der App auch eigene Workouts aus den Übungen, die es in der App gibt, zusammenstellen kann. Also falls einem jetzt ein paar Übungen aus irgendeinem Workout nicht gefallen, nimmt man sich eben kurz Zeit und bastelt sein eigenes Workout. Auch wenn die Optionen hier ein bisschen begrenzt sind, die Möglichkeit ist zumindest erstmal da und das ist auch ganz cool. Zu der Auswahl der Übungen habe ich ja eben schon kurz was gesagt. Ich würde sagen, es ist okay. Klar, die Übungen sind mit relativ großem Aufwand verbunden, die zu erstellen, weil die eben immer ein eigenes Video und sowas haben und eine eigene Anleitung. Aber ich benutze ja zum Beispiel immer die kostenlose App GymOne, wo halt deutlich größere Auswahl an Übungen sind und man eben auch deutlich größere Auswahl an Parametern und so hat, die es in der App von Illegella leider so nicht gibt. Ich hoffe mal und ich denke auch, mit der Zeit werden auf jeden Fall noch Übungen dazukommen. Man muss sagen, also es ist jetzt nicht so, als würden jetzt Übungen unbedingt fehlen. Gerade die wichtigsten sind auf jeden Fall dabei, aber hier ist auf jeden Fall auch noch Potenzial. Zur Essensauswahl muss ich leider sagen, die finde ich noch ziemlich begrenzt. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, die Speisen, die da angeboten werden, die finde ich eigentlich auch ziemlich gut, weil die alle sehr einfach zu machen sind. Und ich glaube auch, dass die für viele Geschmäcker sehr gut
passen. Und es gibt immer schöne Bilder. Aber ich finde echt im Vergleich zu anderen Apps sehr gut, dass die Rezepte nicht so super verkompliziert sind. Also ich finde gerade so in so Fitness-Apps und so sind die Gerichte immer sehr, sehr aufgeladen und sehr aufgebauscht, was es irgendwie gar nicht braucht. Also gerade im Alltag brauche ich da keine Rezepte, wo ich mindestens eine Stunde in der Küche stehe. Da will ich eben schnelle, leckere und einfache Rezepte und die gibt es in der App. Es gibt tatsächlich auch einige vegane und vegetarische Optionen. Also obwohl die Gesamtauswahl gar nicht so gut ist, finde ich die Auswahl für Vegetarier und für Veganer eigentlich echt gut. Hier noch ein kleiner Side-Fact. Man kann in der App und auch natürlich dann die Rezepte nicht screenshotten und man kann auch das Display nicht aufnehmen, was natürlich irgendwie ein bisschen verständlich ist. Die wollen ihre Rezepte halt nicht ebenso überall rumfliegen haben. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch ein bisschen nervig. Also zum Beispiel beim Kochen will ich jetzt nicht durchgehend diese App offen haben. Da würde ich mir wünschen, dass man zumindest irgendwie die Rezepte screenshotten kann, auch wenn ich natürlich den Punkt verstehe, dass sie nicht wollen, dass es rumgeschickt wird. Ich glaube, das lässt sich aber so oder so nicht vermeiden. Und ich finde es als Nutzer, gerade als Premium-Nutzer, echt ein bisschen nervig. Und es gibt halt irgendwie bei den Rezepten auch irgendwie kein Merkfeature. Man kann keine Favoriten markieren und man kann irgendwie auch nicht das zum Beispiel zu seiner Einkaufsliste oder so hinzufügen, was halt andere Apps teilweise können. Was ich etwas schade finde, aber auch nicht unbedingt voraussetzen würde, ist, dass es in der App nichts zur Mobility und zur Regeneration gibt. Wenn man hier noch coole Infos zur Regeneration und coole Mobility-Übungen hätte, fände ich das sehr stark. Aber ich muss auch sagen, das wäre eher so ein i-Tüpfelchen. Und also gerade da die App noch relativ frisch ist, sollten die sich wahrscheinlich erstmal auf die Basics fokussieren. Wenn das irgendwann dazu kommt, fände ich das sehr cool, weil ich finde, das ist auch relativ wichtig und wird halt oft nicht so beachtet. Ich würde mich aber freuen, wenn es da irgendwann mal Platz findet. Die Sachen, die mich wirklich stören, sind meistens eher technischer Natur. Also von den Inhalten der App muss ich sagen, ist alles relativ solide. Manches ist sehr gut, manches ist okay. Aber die wirklichen Probleme sind dann eher technischer Natur. Hierzu muss man natürlich sagen, dass die App auch gerade erst rausgekommen ist. Aber sie wurde jetzt veröffentlicht, sie ist für alle Leute zugänglich, also muss sich die App jetzt eben auch die Kritik gefallen lassen. Wenn ich richtig informiert bin, ist das Ganze wirklich ein Projekt von einem Programmierer und da steckt kein großes Team dahinter. Man muss leider sagen, dass das natürlich auf der einen Seite sehr sympathisch ist, aber dass man das auch durchaus merkt. Gerade am User Interface bzw. der User Experience kann man einfach echt noch ganz gut arbeiten. Ein Beispiel ist, wenn man sich die Videos anguckt, die es zu jedem Trainingsplan gibt und die dann zu Ende sind, kommt man irgendwie nicht wieder automatisch zurück und der Bildschirm wird quasi auch für die Videos selber gedreht und das fühlt sich irgendwie alles nicht so ganz rund an. Hier muss man einfach noch weiter daran arbeiten, dass man das alles ein bisschen runder bekommt. Aktuell wirkt es wirklich noch alles so ein bisschen billig. Allgemein ist die App nicht so 100% intuitiv. Also zum Beispiel, als ich die App das erste Mal geöffnet habe, habe ich mir direkt mal Premium geholt. Das ging relativ einfach. Aber danach habe ich mich erstmal nicht so richtig zurechtgefunden. Ich wusste nicht, wo ich hin soll am Anfang. Ich wusste nicht, was wichtig für mich ist. Und ich brauchte echt meine Zeit, um mich zurechtzufinden. Es gibt halt so ein paar Sachen, die in der App auch einfach komisch sind. Wenn man in der App ist, hat man immer oben rechts die Einstellung und oben links ein Burger-Menü. Die Optionen, die man dahinter findet, unterscheiden sich aber nicht wirklich. Also man hätte alle Optionen, die man im rechten Einstellungsmenü und im linken Burger-Menü findet, auch einfach zusammenfassen können. Hier macht es für mich irgendwie keinen Sinn, warum man das auseinandergezogen hat. Und ich finde, an solchen Stellen merkt man dann einfach, entweder dass nicht genug Zeit war, darüber nachzudenken, oder dass irgendwie vielleicht auch nicht genug Expertise dabei war. Insgesamt merkt man einfach an super vielen Stellen, dass das eher eine Indie-App ist, würde ich sagen. Es ist nicht wirklich schlimm, es ist nicht dramatisch, aber man muss sich halt darauf einstellen, dass man hier keine High-End-App zumindest von der technischen Seite bekommt. Man hat leider auch während dem Workout relativ wenig Optionen. Ich benutze ja wie gesagt sonst ganz gerne die App Gym One und da kann man einfach deutlich mehr machen. Alleine schon von der UX ist es besser. Man kann während dem Workout Notizen machen, man kann seine Sätze abändern, man kann ganze Übungen abändern. Man kann zum Beispiel andere Parameter einstellen und man hat eben auch eine Übersicht von allen vergangenen Workouts, wo man eben die Übung gemacht hat. In der App Perform All sieht man zum Beispiel nur die Statistiken, die man beim letzten Workout, wo man die Übung gemacht hat, hatte. Insgesamt ist gerade so das Tracken von Workouts sehr, sehr, sehr minimalistisch. Also man kann quasi nichts machen, außer das Gewicht eingeben und die Wiederholung eingeben. Ich glaube, hier kann man echt noch einiges mehr adden, was auch die User Experience besser machen würde. Also falls hier jemand von der App zuschaut, guckt euch gerne mal die App
Gym-One an, die kann ich sehr empfehlen und da kann man sich, glaube ich, auch einiges abgucken. Und auch eine Sache, die mir während des Sessions aufgefallen ist, man kann im Nachhinein keine Workouts mehr anpassen und auch nicht mal mehr löschen. Ich habe aber auch schon gesehen, dass sie wohl an der Sache schon arbeiten, aber hier sieht man einfach wieder, dass die App gerade von der technischen Seite, von der User Experience noch nicht optimal ist, aber es wird daran gearbeitet, was ja schon mal sehr gut ist. Eine Sache, die mich aber auch wirklich sehr stört, ist, dass die App keine Google Fit Integration hat. Also gerade für Android-User ist das, glaube ich, relativ wichtig. Die App synchronisiert keine Daten mit irgendwelchen anderen Apps auf deinem Gerät. Also normalerweise ist es ja so, dass wenn du Workouts machst und eben das mit Google Fit verknüpft ist, dass sowas wie die Kalorien und die Aktivität und so natürlich alles übertragen wird. Auf der anderen Seite kann sich die App natürlich zum Beispiel Gewicht und sowas aus der Google Fit App wieder rausziehen. Leider kann die Perform All App davon gar nichts. Das ist halt so eine Sache, die mich wirklich sehr stört, weil ich es eben sehr gut finde, wie sich alle Apps, zum Beispiel eben meine Wagen-App, meine ja dann Fitness-App, meine Lauf-App und so, alle die Daten zusammen kombinieren in Google Fit, sodass ich da eben Übersicht über Aktivität habe, über Gewicht habe, über meine Leistungsentwicklung habe und so. Und da macht die App von Illegella einfach nicht mit, was schon sehr schade ist und was für mich wirklich auch ehrlicherweise ein Faktor ist, warum ich die App nicht benutzen würde. Das sind halt so die Sachen, die mir so bei den ersten Benutzungen aufgefallen sind. Ich würde sagen, wenn du jetzt ein Anfänger bist, wenn du noch nicht weißt, wie du dir einen Trainingsplan baust, wenn du noch nicht weißt, wie du dich ernähren sollst, wenn du wirklich etwas haben willst, was dich da durchführt, dann kannst du dir die App auf jeden Fall mal sehr gerne angucken. Oder vielleicht auch, wenn du Fußballer bist, der noch gerne ein bisschen was nebenbei machen will, aber eben auch Übungen machen will, die eben für den Fußball angepasst sind, ist die App auch sehr spannend. Wenn du jetzt ein bisschen erfahrener bist und irgendwie eine App suchst, mit der du eben deine Workouts irgendwie tracken kannst und so, dann ist die App zumindest aktuell noch nichts für dich. Also ich glaube, dann wirst du auch andere Apps, auch kostenlose Apps finden, die da für dich besser passen. Aber ich sag mal so, für den Anfang ist die App auf jeden Fall vielversprechend. Ich hoffe einfach, dass weiter stetig dran gearbeitet wird, die Sachen verbessert werden, gerade an der User Experience, am User Interface weiter gearbeitet wird und man da Fortschritte macht und dann kann die App wirklich was werden. Wie gesagt, ich werde die App bald erstmal richtig intensiv testen. Wenn du das nicht verpassen willst, abonniere natürlich gerne meinen Kanal und dann kannst du dich freuen, dass das Video in ein paar Wochen kommt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.